Jupiter. Aufbruch in eine neue Dimension des Rechnens. Jupiter am Forschungszentrum Jülich ist der erste Supercomputer in Europa, der mehr als ein Exaflops erreicht. Das entspricht einer Trillion Berechnungen pro Sekunde. Oder der Leistung von einer Million moderner Smartphones. Ein Rechner der Superlative, für den am Jülich Supercomputing Center eigens ein neues, innovatives Rechenzentrum errichtet wurde. Das Modular Data Center. In nur 8 Monaten wurde es modular aus 50 Containermodulen aufgebaut. Das Herzstück von Jupiter ist das Booster-Modul von Eviden. Die enorme Rechenleistung ermöglichen 24.000 Superchips, Grasshopper-Prozessoren von NVIDIA. Jeder für sich eine Art Mini-Supercomputer, optimiert für wissenschaftliche Berechnungen und das Training künstlicher Intelligenz. Beim Training von KI kommen sie sogar auf über 40 Exaflops und machen Jupiter zu einem der weltweit stärksten Supercomputer für künstliche Intelligenz. Ein großes Basismodell mit 100 Milliarden Parametern trainiert Jupiter in einer Woche. Ergänzend hinzu kommt das Cluster-Modul von Partec. Das erste System mit in Europa entwickelten Prozessoren eignet sich besonders gut für komplexe, datenintensive Berechnungen. Und Jupiter ist mehr als ein klassischer Supercomputer. Er wird durch die Jupiter AI Factory zu einer Plattform für künstliche Intelligenz ausgebaut. Die Cloud-Infrastruktur Jarvis schafft neue Möglichkeiten, bereits trainierte KI-Modelle gezielt zu verfeinern und praktisch anzuwenden. Dies nennt man auch Inferenz. Viel Rechenleistung erfordert viel Speicherplatz und der findet sich in der Data Hall reichlich. Alle Module sind über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk gekoppelt. Darin werden pro Sekunde 3-mal mehr Daten übertragen als im weltweiten Internetverkehr. Ein weiterer Aspekt ist die Energieeffizienz. Auch hier setzt Jupiter neue Maßstäbe. Sein erstes Modul rechnet effizienter als alle anderen Superrechner zuvor. Das Geheimnis liegt in der Kombination aus modernster Prozessor-Hardware und einer ausgeklügelten Wasserkühlung von Eviden. Die entstehende Wärme wird direkt auf dem Dach an die Umgebungsluft abgegeben. Und damit nicht genug. In Zukunft soll die Abwärme genutzt werden, um benachbarte Gebäude zu beheizen. Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Mit Jupiter beginnt in Europa eine neue Ära des Rechnens. Ein Supercomputer, der mit seiner modularen Architektur bereit ist, Technologien der Zukunft zu integrieren. Mit Quantencomputern und neuromorphen Computern kommen Aufgaben in Reichweite, die heute noch als unlösbar gelten. Gemeinsam mit Jupiter werden wir die Zukunft des Rechnens in Europa gestalten.